Nuknech, Majpo, Slinger, Halta, Jat. Oh, du, der mit dem Stoff. Wir sind jetzt ja schon im Livestream. Wir sind schon in der Aufzeichnung. Sorry, liebe Zuschauer und Zuschauer. Wir haben uns ein bisschen auf Klingonisch verplappert. Tut uns leid für die Verspätung. Genau, zum Livestream eine kleine Anmerkung. Es gibt technische Komplikationen, wie das so eben bei einem Hackathon ist. Es wird später höchstwahrscheinlich eine Aufzeichnung geben, aber live geht das heute im Internet leider nicht. Genau, das Internet ist überlastet, alle sind im Internet, wir lieben das Internet und sind froh, dass es für uns da ist. Und wir sind auch froh, dass ihr heute für uns da seid und dass ihr eingeschaltet habt für unsere Abschlusspräsentation für den ersten Jugendhackt Remote Hackathon. Ja, wer steht denn hier? Also neben mir, über mir, keine Ahnung, wie das bei euch aussieht, da ist Sonja von der Jugendhackt-Orga, die hier ganz motiviert uns durch die Abschlusspräsentation moderieren wird. Und an meiner Seite ist der mit dem Zopf, ein langjähriger Jugendhackt-Teilnehmer und einer der Organisatoren und Organisatorinnen dieses Hackathons. Wie können denn jetzt alle uns irgendwie ihre eigenen Eindrücke von dieser Abschlusspräsentation ins Internet stellen? Was haben wir dazu? Wir haben einen Hashtag, der ist wie immer Jugendhackt. Und auf allen Social-Media-Kanälen könnt ihr uns auch taggen, da freuen wir uns immer. @Jugendhackt sind wir überall. Twitter, Insta, Facebook, YouTube und auf Chaos Social. So genau. Sieht's aus. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in die Welt raustragt, wenn ihr uns twittert, wenn ihr uns weiterteilt. Ja, apropos unterschiedliche Teile der Welt. Ihr seid hier in meinem Wohnzimmer hier in Berlin und der mit dem Zopf, du bist einen ganz anderen Teil von Deutschland. Und alle unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind aus unterschiedlichen Orten zusammengekommen, wie sich das für ein Jugendhackt-Event nun mal gehört. Aber diesmal haben wir uns die letzten Tage online zusammengefunden. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die sich diese Präsentation anschauen und gar nicht wissen, was Jugendhackt denn sonst überhaupt so macht. Dazu können wir euch natürlich auch einen kleinen Überblick geben. Mit einer netten Folie dazu, auf der ihr kurz zusammengefasst seht, was denn Jugendhackt überhaupt ist. Jugendhackt ist ein Programm für junge Menschen, die mit ihren technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Und wann ist das wichtiger als in Zeiten wie diesen, dass wir ein bisschen positiv in die Zukunft schauen und sehen, was wir denn alle, jeder Einzelne von uns machen können, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Normalerweise haben wir Events vor Ort, Hackathons und Workshops in unseren Labs oder auch internationale Austauschprogramme, wo die Jugendlichen physisch zusammenkommen und von ehrenamtlichen Mentorinnen unterstützt werden. Und dieses Jahr mit der Corona-Krise hat uns natürlich, wie das allen Leuten so geht, hat unsere Pläne für das Jahr durcheinander geworfen. Und jetzt schaut unser Jahr ganz anders aus als geplant. Und während wir von dem Jugendhackt-Organisationsteam noch im Überlegen waren, wie wir denn unser Jahr angehen wollen, hat sich schon eine Gruppe junger Leute zusammengefunden und die haben schon dieses Event geplant.
Ja, weil anders als andere Events bei Jugendhackt ist das hier tatsächlich auf nicht nur auf unserem, vom Programmteam, auf unserem Mist gewachsen, sondern da steht eine starke Jugendorga dahinter. Genau, aber erstmal stellt man sich die Frage vielleicht, nun ja, für Jugendhackt treffen wir uns normalerweise irgendwo in der Welt, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, sogar in Asien gibt es Jugendhackt-Events. Aber wie funktioniert das jetzt, wenn wir uns gar nicht treffen, sondern bei uns zu Hause sitzen? Dazu muss man vielleicht sagen, Jugendhackt, da sitzen wir nicht nur immer vor unseren Laptops und programmieren, sondern Jugendhackt hat auch wichtige soziale Komponenten. Und wir haben uns so viel Mühe gegeben wie möglich, das bei diesem Remote-Hackathon abzubilden. Das heißt, wir haben zu den Essenszeiten uns getroffen in Videotelefonie, haben uns in unserem internen Kommunikationstool immer abgesprochen, getroffen und damit einen richtig sozialen, angenehmen Hackathon, bei dem wir eben auch miteinander geredet, miteinander kommuniziert haben und vor allem richtig viel Spaß hatten, von zu Hause aus organisiert. Ja. Und das damit sind wir ja quasi noch enger zusammengewachsen als Community. Und wenn andere Leute von extern oder ihr auch noch näher an Jugendhackt ranwachsen wollt und Jugendhackt weiterhelfen wollt, gibt es da eine Möglichkeit. Vielen Dank für die wunderbare Überleitung gleich zur nächsten Folie. Und zwar, da seht ihr schon unser Logo für den Jugendhackt-Freundeskreis. Da gibt es auch guten Merch, kann ich nur sagen. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr uns als Programm unterstützen könnt. Und zwar mit einer Spende oder mit einer Fördermitgliedschaft oder vielleicht, wenn ihr ein cooles Unternehmen kennt oder ein cooles Unternehmen habt, mit einem Sponsoring. Denn alle diese Sachen kosten Geld. Auch so ein Remote-Event aufzustellen ist nicht ganz kostenlos. Und da steckt viel Arbeit und Liebe dahinter, die wir auch in diesem nächsten Jahr, das für uns auch natürlich wie für alle dieses Jahr ein bisschen schwierig und herausfordernd wird. Wenn ihr uns da unterstützt, dann freuen wir uns ganz herzlich. Schaut mal vorbei auf freundeskreis.jugendhackt.org. Da findet ihr ganz unterschiedliche Möglichkeiten, je nach eurem Budget oder euren Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könntet. Und wenn wir schon beim Unterstützen sind, dieses Event wurde ganz wunderbar unterstützt von vielen freiwilligen MentorInnen und Mentoren und von einem wunderbaren Orga-Team. Dieses Jahr hatten wir sogar zwei Orga-Teams. Eins von uns eigentlichen Teilnehmern, das Jugend-Orga-Team. Das sind Liv, Fabian, Niklas, Leo und der mit dem Zopf, also ich. Ich danke euch allen vielmals fürs Organisieren und fürs Helfen. Und dann, was eigentlich noch viel wichtiger ist, das Team, was die ganze, alles bereitgestellt hat, uns zum Beispiel diese Abschlusspräsentation bereitstellt, das Jugendhackt-Team. Das sind Sadia, Daniel, Nina, Sonja, Robert, Philipp und Jakob. Vielen Dank auch nochmal an euch. Nur Organisation reicht bei Jugendhackt allerdings nicht. Wir sind ja nicht umsonst alle Jugendliche und niemand erwartet von Jugendlichen, dass sie alles ohne Hilfe programmieren können, dass sie alles schaffen. Deshalb hatten wir viele wunderbare MentorInnen und Mentoren, die die TeilnehmerInnen die ganze Zeit tatkräftig unterstützt haben. Das waren Malte, Paolo, Jasle, Liam, Adrian, Julia, Camille, Noah und Andy. Vielen Dank auch an euch. Herzlichen Dank. Genau. Wer dieses Symbol nicht kennt, das ist ein Handzeichen für Klatschen. Ja, ohne dass wir viel Lärm machen und eure Mikrofone überlasten. Genau, 40 Leute im Stream klatschen, das klingt schrecklich. Genau, bevor wir jetzt weiter über den Stream reden, geht's weiter. Und zwar möchten die Jugendlichen jetzt ihre Projekte vorstellen. Das erste Projekt ist die Deutschlandkarte à la Deutsche Bahn. Von Leo, Jiskop, Jonathan, Moritz, Jana und Simeon. Ich bitte euch auf die virtuelle Bühne.
So, jetzt findet sich gerade das Team auf der Bühne zusammen. Jetzt warten wir vielleicht noch einen Moment, bis alle hier angekommen sind und bis alle die Möglichkeit hatten, sich gut einzurichten mit ihren Videos und ihrem Ton. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz in meinen Spickzettel schauen und sehen, ob da überhaupt schon genügend Leute hier mit ihrem Video auf der Bühne sind. Ich glaube, ihr braucht noch einen Moment, gell? Da müssen noch ein paar Leute reinkommen. Wir sind schon ganz gespannt, ja? Was hier euer Projekt gleich präsentieren wird. Seit Donnerstagabend seid ihr eine Gruppe. Donnerstagabend schon hattet ihr diese Idee, eine ganz spezielle Deutschlandkarte zu entwerfen. Normalerweise fahren wir ja alle immer mit der Bahn zu den Events. Das hat ja wohl nicht damit was zu tun. Ich glaube, jetzt seht ihr vollständig aus, oder? Ja. Na gut, dann überlassen wir euch die Bühne. Ja, wir begrüßen euch zu unserem Projekt Deutschlandkarte aller Bahnen. Wir sind Jana, Jonathan, Giscop, Leo, Moritz und Simian. Guten Morgen. Also wir hatten das Problem, dass wir wussten, dass viele Städte bessere Bahnverbindungen haben als andere. Jedoch wussten wir nicht, welche Städte gute und welche Städte schlechte Bahnverbindungen hatten. Und wir konnten auch keine übersichtliche Deutschlandkarte finden, in der man die Zeitdauer zwischen Bahnhof A und Bahnhof B gut erlesen kann. Deswegen hat uns das dazu motiviert, diese Karte zu erstellen. Aber es war nicht nur dieses Thema, sondern es waren auch noch andere Themen. Zum Beispiel wollten wir auch noch wissen, welche Bahnverbindungen, welche Städte gut miteinander verbunden sind. Und wir wollten auch noch Daten visualisieren, weil das lustig ist, aber auch sinnvoll. So kann man zum Beispiel wissen, wenn man von Hamburg nach Berlin zieht, wie gut man gut diese beiden Städte verbunden sind. Außerdem könnte man auch der Bahn sagen, dass sie doch diese und jene Städte besser anbinden sollte. Die Lösung des Problems war, eine Karte zu machen, welche die Fahrzeit visualisiert. Wir haben uns dabei eine deutsche Karte genommen von einem GitHub Open Source Framework und haben die dann verwendet, um die Sachen zu visualisieren. Das ganze Projekt haben wir integriert in das bestehende Jugendhack-Projekt Fahrplandatengarten. Das ist ein Projekt zum Sammeln, Bereitstellen und Visualisieren von Fahrplandaten. Das ganze Projekt ist Open Source und natürlich auch eine Live-Demo verfügbar. Die Daten, die wir benutzen, kommen aus dem HFAS der Deutschen Bahn. Das HFAS steht für HACON Fahrplan Auskunftssystem und ist das Programm, das die Deutsche Bahn und sehr viele andere Verkehrsverbünde dazu nutzen, ihre Fahrpläne unter anderem auch mit den Echtzeitdaten bereitzustellen. Das Problem daran ist allerdings, dass die Datenqualität sehr zu wünschen übrig lässt. Wir haben jetzt noch ein paar Beispiele dazu. Zum Beispiel das Zeitformat wird ohne irgendwelche Trennzeichen angegeben, also 13:34:00 ist 13:34 und 0 Sekunden und die Sekunden sind auch immer 0. Und wenn die Uhrzeit größer als 24 Stunden ist, ist auch der nächste Tag gemeint, was erstmal schwierig herauszufinden ist. Und dazu gibt es noch Benennungen, beispielsweise SYN-RES-L. Wir vermuten, dass RES-L irgendwas mit Result List bedeutet und das ist das Element, wo die Abkürzung drin ist, wo die Antwort drin ist mit allen Sachen, die HFAS zurückgibt. Dazu gibt es noch CTX Recon. Dabei wird mit einer komplexen Route die Details, die zum Neuholen der Daten dieser Route benötigt werden, angegeben. Und es gibt noch A-Time Air und A-Time S, also Arrival Time Scheduled und Arrival Time Real. Und es gibt eigentlich das Problem, dass zumindest für uns keine Dokumentation verfügbar ist und wir deshalb alles selbst herausfinden müssen. Genau. Und weil man dafür immer wieder dieselben Funktionen braucht, weil man so etwas rausfindet, zum Beispiel wenn man die Uhrzeit richtig auslesen möchte, wurde schon früher in einem alten Jugendhack die Python-Bibliothek PyHafas angefangen. Die haben wir dann auch hier benutzt. Also das ist eine Bibliothek, die mitgeschrieben wurde von Teilnehmern aus diesem Projekt hier. Außerdem haben wir Django benutzt. Django ist auch eine Python-Framework.
womit man einfach Daten speichern kann und Daten rausgeben kann, wenn man sie rausgeben soll. Und im Frontend, also das, was man sieht, da haben wir D3.js verwendet. Das ist ein JavaScript-Framework. Und es macht einfach, dass wir Graphen besonders schön anschaulich haben und sich Sachen ändern, wenn wir draufklicken können, dass sich die Seite nicht immer neu laden muss. Genau, dann kommen wir jetzt auch schon zur Demo. Die ist auch im Internet erreichbar unter fahrplandatengarten.de. Und Fahrplandatengarten ist diese Datensammelplattform. Da sehen wir zum Beispiel jetzt hier eine Statistik, was der aktuell verspäteste Zug ist. Und wenn ich jetzt hier oben auf Netzkarte klicke, dann habe ich hier die Karte, die wir gebaut haben. Dann gibt es verschiedene Punkte, zum Beispiel hier oben ist Hamburg. Und wenn ich jetzt auf einen Punkt draufklicke, zeigt mir das mit diesen Linien an, wie gut dieser Bahnhof verbunden ist. Und die Dicke der Linie zeigt immer, wie schnell es geht. Und desto dünner die Linie, desto schneller ist die Verbindung. Das kann ich sehr gut sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Dresden klicke. Dann sind die fast alle Linien sehr, sehr dick. Und jetzt im Vergleich Berlin hat fast überall deutlich dünnere Linien, außer natürlich zu Dresden. Und das ermöglicht es einfach sehr schnell zu sehen, wie gut diese Bahnhöfe verbunden sind. Das war erst die zweite Wahl der Visualisierung. Erst hatten wir uns entschieden, dass wir einfach nur verschiedene Knoten machen und anhand der Länge der Linien zwischen diesen Punkten dann visualisieren, wie lange die Strecke braucht. Das Problem ist, dann könnte es sein, dass Stuttgart irgendwie oben und Hamburg unten ist und dann gibt das Ganze topografisch einfach keinen Sinn mehr. Deswegen sind wir dann auf diese Art der Visualisierung umgestiegen. Genau. Wie sich für ein Jugendhack-Projekt gehört, ist unser ganzer Code online. Wir haben den ganzen Code auf GitHub veröffentlicht. Die Plattformen, dann hier die Karte und zum Schluss die Bibliothek, die wir gemacht haben. Genau, wenn ihr das im Internet erreichen wollt und testen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, unter fahrplandatengarten.de. Und ich ende mit einem kleinen Appell, veröffentlicht mehr offene Daten, weil für uns ist es sehr umständlich, wenn wir aus dieser eigentlich geschlossenen oder künstlich schwierig gemachten Schnittstelle der Bahn irgendwie Daten rauskratzen müssen. Das ist sehr viel Arbeit und man kann ja damit gute Dinge machen, weil wenn jetzt mehr Leute wissen, wie zum Beispiel Bahnhöfe verbunden sind und ich dann Bahnhöfe, die schlechter angebunden sind, besser mache, dann kann es sein, dass Leute, die dort wohnen, mehr Bahn fahren. Und das ist natürlich auch gut für die Umwelt. Deswegen veröffentlicht mehr offene Daten. Vielen Dank. Super. Herzlichen Dank an euch. Der mit dem Zopf, hast du noch ein paar Fragen an die Teilnehmenden? Jetzt sind sie schon wieder von der Bühne runtergestürmt gleich. Einen haben wir noch da. Oh. Was waren denn so Schwierigkeiten bei euch? Was fand ihr extrem schwierig beim Realisieren? Ich glaube, da sind sie uns jetzt schon entwischt. Da sind sie schon wieder von der Bühne runter. Nein, Jana kommt wieder. Da ist jemand. Kommt wieder rauf. Und muss ich jetzt antworten, weil ich meine Kamera angemacht habe? Probleme waren unter anderem, dass es halt einfach viel komplizierter war, als wir gedacht haben. Es gab auch, wir haben zum Beispiel überlegt, ob wir das immer für jeden Bahnhof machen, wenn wir draufklicken, oder eine absolute Karte machen. Und dann ging es wieder zu Problemen mit Umsteigezeit und das wurde alles furchtbar mathematisch, obwohl man eigentlich nur eine Deutschlandkarte machen wollte. Ja, man merkt, man ist an topografische Karten gewöhnt. Gab es sonst noch Holpersteine bei eurem Projekt? Vielleicht auch an die anderen? Genau, also wir hatten noch ein paar Probleme damit gehabt, dass wir nicht bei Hafas, dass wir nicht genau die Daten am Anfang direkt bekommen haben, die wir wollten und mussten uns wieder erst das durchwuseln, damit wir das alles bekommen haben. Okay, trotzdem cool, dass ihr es die ganzen 4 Tage lang versucht habt. Damit übergebe ich wieder an Sonja, die etwas zu den Hintergründen zu diesem Hackathon, sagen wir, rauskramt. Ja, ganz genau. Herzlichen Dank nochmal an die Gruppe von den Fahrplandaten, von der Deutschlandkarte. Reh,
Ich bin wieder zurück. Ich war kurz rausgeflogen. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu lange vermisst. Ich habe zu lange gequatscht. Deswegen jetzt gleich die Überleitung zu unserem nächsten Programmpunkt. Und zwar, ja, wie haben wir gesagt, dieses Event ist entstanden auf Initiative von Jugendlichen, von ehemaligen oder von nicht ehemaligen, sind ja jetzt auch noch Teilnehmer, Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Jugendhackt. Ja. Und zwar, da gibt es eine Teilnehmerin, die hat sich am Dienstagabend, ja, hallo, liebe Liv, da ist sie schon, am Dienstagabend hat sie in unserem Community-Chat geschrieben, das wäre doch cool, wenn man da sowas machen würde. Ja? Liv, einen Applaus für dich, wo du auf die Bühne hinaufkommst zu uns. Hallo und herzlich willkommen. Würdest du uns ein bisschen was dazu sagen, wie ist denn so bitte die Idee entstanden? Was ist dir denn so durch den Kopf gegangen am Dienstag? Also ich meine, ich saß irgendwie zu Hause und ich glaube, wie ganz viele von uns, war ich auch erstmal irgendwie geschockt, als ich mitbekommen habe, dass jetzt erstmal die Schule ausfällt. Und dann dachte ich so, es kann ja eigentlich nicht sein, wir können irgendwie nicht rausgehen und was gibt es denn so, dass wir irgendwie machen können? Und dann habe ich irgendwie einfach abends so in unserer Kommunikationstour, also Zulip, geschrieben, so, hat denn irgendwer Lust zufällig? Und ich dachte, vielleicht meldet sich so eine Person, wir können ein bisschen schreiben, vielleicht hat jemand eine Idee. Einfach, damit man nicht die ganze Zeit irgendwie zu Hause mit den gleichen vier Leuten sitzt. Genau, und ich dachte, es wird sowas ganz Kleines und freue mich total, dass es so gut angenommen wurde und dass solche coolen Projekte entstanden sind. Herzlichen Dank, Liv. Danke, dass du da den Anstoß gemacht hast. Dann haben sich ja gleich ganz viele Leute dazugesellt, um es nochmal zu erwähnen. Außer dir, der Initiatorin, die da den ersten Anstoß gegeben hat, sind noch mein Moderationskollege, der mit dem Zopf, Fabian, Niklas und Leo in diesem tollen Jugendorganisationsteam für den Hackathon. Ja, einen guten Applaus. Herzlichen Dank. Und ja, Liv, wir verabschieden uns jetzt von dir, von der Bühne. Danke, dass du noch ein paar Worte uns gespendet hast. Danke, dass du alles mitorganisiert hast. Und war ja, kann ich mir vorstellen, nicht der letzte Hackathon, den du organisiert hast. Ja, damit kommen wir auch schon zur nächsten Person. Die Idee, die dann entstanden ist, ist dann ganz toll aufgegriffen worden. Unter anderem von Nina, Mitglied im Orga-Team von Jugendhackt. Und wir wollten dich einfach mal fragen, was war denn so deine erste Reaktion, als du gesehen hast, oh, da organisieren irgendwelche Teilnehmerinnen ein Hackathon. Was dachtest du da? Was wolltet ihr dann tun? Also wir waren auf jeden Fall überrascht, aber wir waren auch super begeistert von Anfang an. Überrascht vor allem, weil wir gerade selber noch so ein bisschen in der Planungsphase waren. Also wir haben halt auch gehört, okay, jetzt alle Homeoffice, mal gucken, wie das so wird mit den Veranstaltungen dieses Jahr. Und haben auch gedacht, vielleicht kann man irgendwie was online machen. Und während wir noch so gedacht haben, vielleicht kann man hier, habt ihr schon gesagt, cool, wir machen das einfach dieses Wochenende. Und da waren wir alle so ein bisschen, okay, cool. Für mich persönlich war das auch besonders spannend, weil ich noch neu bin im Jugendhackteam. Ich habe erst im März angefangen. Ich war erst bei einem einzigen Event vor Ort dabei und habe dann jetzt quasi direkt dabei geholfen, eins online mitzumachen, was ja wiederum komplett anders ist. Deswegen für mich sehr spannend. Okay, und du hast jetzt gerade schon erwähnt, du warst bei einem, das ist dein erstes Online-Event, das ist ja für uns alle, aber was ist denn so unterschiedlich im Vergleich zu einem analogen Event bei der Organisation? Man hat deutlich weniger Materialien, das finde ich grundsätzlich auch begrüßenswert. Wir haben ansonsten ewig lange Drucklisten und Materialien, die wir so hin und her schicken und mitschleppen, das fällt jetzt alles weg, das ist sehr schön. Aber dafür geht natürlich auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche verloren, da muss man echt gut aufpassen, dass man da gute Sachen findet, wie man das auffangen kann. Aber da haben wir ja jetzt auch schon viel probiert. Ja, okay, dann danke ich dir und an dieser Stelle auch nochmal dem ganzen Orga-Team. Das ist ja für euch jetzt auch Sonntag und Wochenende und ihr wart die ganze Zeit als Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für uns da. Danke an euch, dass ihr das die ganze Zeit mit organisiert habt und ins Rollen gebracht habt. Voll gerne. Cool. Ja, fein. Fein ist das, wenn man so online alles zusammen machen kann. Die netten Sachen wie ein Hackathon und wir haben dann ja auch immer wieder gemeinsame Mittagspausen gemacht, gemeinsam Kaffee getrunken oder der mit dem Zopf, ihr hattet sogar die Idee, irgendwie all so ein Care-Paket an Mate
Vorrat zu schicken, hä, für das Wochenende. Ja, genau, das wurde dann aber aus Kostengründen und Zeitgründen irgendwie abgelehnt. Ich weiß es jetzt auch nicht, warum genau. Ja, na, wir müssen uns dann auch ein bisschen was aufheben für die nächsten Male. Genau. Naja, also, online kann man ja viele nette Sachen zusammen machen, aber es gibt auch Dinge, die vielleicht nicht immer ganz so angenehm sind wie ein Hackathon, und zwar bestimmte Dinge, die man für die Schule machen muss, nämlich so Online-Klausuren, die jetzt auf alle Schüler und Schülerinnen zukommen, die jetzt die Schule nicht besuchen können. Und dazu gibt es, und das war eine wunderbare Überleitung zum nächsten Projekt, ja, nämlich zum Projekt Online-Klausuren. Das ist unser zweites Projekt, das wir hier auf der Bühne begrüßen dürfen. Und die Gruppe um Franz, Arne, Dominik, Felix und am Donnerstag war auch kurz Thomas dabei, diese Gruppe hat sich Gedanken gemacht, wie denn Klausuren, die Prüfungen geschrieben werden können, wenn alle Schüler und Schülerinnen nicht zusammen in der Schule sitzen. Und da bitte ich jetzt alle diese Leute hier auf die Bühne. Ich bitte Franz, Arne, Dominik und Felix auf die Bühne vom Projekt Online-Klausuren. Einige sehe ich schon. Ich sehe Felix. Arne ist schon hier. Aha. Dominik ist auch da. Franz fehlt noch. Nee, Franz ist da. Oh, Franz ist auch da. Perfekt. Super. Dann gehe ich gleich mal von der Bühne runter. Einen großen Applaus für das Projekt Online-Klausuren und ich überlasse euch die Bühne. Genau, also unser Projekt war Online-Klausuren. Wir waren 4 Leute, Felix, Arne, Franz und Dominik. Und wir haben uns überlegt, wie man halt Online-Tests schreiben kann. Dafür müssen wir uns anschauen, welche Vorteile das bietet. Das bietet eine dynamische Zeitverteilung. Es ermöglicht eine Ortsunabhängigkeit, zum Beispiel wie jetzt in Zeiten von der Corona-Krise. Die ganzen Schulen sind geschlossen. Man kann auch mit dem Computer mehr innovative Aufgabentypen realisieren. Es schont auch die Umwelt, da man am Computer schreibt und nicht auf Papier. Und es schließt aber keinen Klassenraum aus. Das heißt, die Online-Klausuren kann man auch im Klassenraum machen. Nächste Folie, ja. Die Idee war, dass wir natürlich mehrere Aufgaben haben, aber jeder Schüler hat eine andere Aufgabe zuerst. Also die Aufgaben sind in einer anderen Reihenfolge für jeden Schüler. Man hat auch eine begrenzte Zeit für jeden Schüler, für jede Aufgabe. Und sobald die Zeit abgelaufen ist oder man die Aufgabe erledigt hat, kommt dann die nächste Aufgabe. Das muss man einfach machen, damit man das Spick-Risiko verkleinern kann. Man muss auch angepasste Aufgaben stellen, weil man hat da Google zur Verfügung. Das dient als Hilfsmittel, wie in Physik zum Beispiel die Formelsammlung. Und da muss man natürlich die Aufgabentypen dann anpassen, indem man keine Lernfragen stellt, sondern mehr Aufgaben, indem man Google als Hilfsmittel halt hernehmen kann. Um die Idee umzusetzen, haben wir folgende Technologien benutzt. Wir haben für das Frontend Flutter und Dart benutzt. Flutter ist eine Open-Source-Entwicklungskit von Google und Dart ist eine objektorientierte Programmiersprache. Der Vorteil von Flutter ist, dass man die Nutzung auch durch eine App oder auch durch die Webseite machen kann. Und als Backend haben wir Java mit SQLite als Datenbank benutzt, weil SQLite ist die meistverwendete Datenbanksystem der Welt und wird auch für mobile Telefone und Browser verwendet. Ja. Dann kommen wir nun zu unserem Prototyp, den wir jetzt in diesen 4 ereignisreichen Tagen gebaut haben. Dieser hat einen einfachen Flow. Und zwar beginnt der Schüler damit, dass er quasi auf die Webseite geht. Dort meldet er sich dann mit seinem Nutzername und Passwort an.
Er kann dann aus mehreren Tests wählen, bei denen er teilnahmeberechtigt ist. Dann wählt er einen aus und dann geht der Test auch schon los. Hierbei haben wir bereits verschiedene Aufgabenarten implementiert. Einerseits Multiple-Choice-Fragen, aber auch Freitextaufgaben, mit denen man dann sehr, sehr viele verschiedene Dinge machen kann. Aber dieses System haben wir sehr einfach erweiterbar gestaltet, damit da der Fantasie des Lehrers keine Grenzen gesetzt sind. Die Aufgaben werden, wie bereits erwähnt, jedem Schüler in zufälliger Reihenfolge gezeigt, damit Abschreiben möglichst verhindert wird. Und der Schüler hat auch jeweils nur begrenzt Zeit pro einzelne Aufgabe. Am Ende, wenn der Test fertig ist, werden die Abgaben dann alle gesammelt und übersichtlich dem Lehrer zur Verfügung gestellt, sodass er dann einfach kontrollieren und berichtigen kann. Hier mal kurz ein Beispiel aus unserer UI für die Multiple-Choice-Frage. Da haben wir oben ganz prominent die Frage. Die verbleibende Zeit wird auch angezeigt. Die zählt in Echtzeit runter, damit man einen guten Überblick hat, wie viel Zeit man sich noch lassen kann. Rechts sieht man auch die gesamtverfügbare Zeit. Und dann kann man eine Auswahlmöglichkeit erstmal auswählen. Und wenn man sich dann sicher ist, die Auswahl bestätigen und abschicken. Und dann kommt die nächste Aufgabe. So, dann haben wir eine Live-Demo. Also als erstes können wir jetzt halt auf Login gehen und wir loggen uns jetzt nun einmal zuerst mit einem Lehrer-Account ein. Hier sehen wir alle Klausuren, die es gibt. In diesem Fall ist das die Klausur des Allgemeinwissens. Und wir können die hier nun bearbeiten und sehen, welche Fragen es darin gibt, wie viel Zeit es für die Fragen gibt und bei den Multiple-Choice-Fragen, was für Antwortmöglichkeiten es gibt. Wir können uns das Ganze hier auch als CSV-Datei exportieren lassen. Und dann sehen wir hier, wer geantwortet hat und zu welchen Fragen er dies beantwortet hat. Nun können wir das Ganze noch einmal aus Schülerseite machen. Das heißt, wir loggen uns nun hier als ein Schüler-Account ein. Auch hier sehen wir die Klausuren, die zur Verfügung stehen. Wir können jetzt ganz einfach da drauf drücken. Wir sehen hier die heruntergehende Zeit. Wenn wir jetzt nicht antworten, wird automatisch die erste Antwortmöglichkeit genommen. Hätten wir in diesem Fall Glück. Nun haben wir mehr Zeit. Warum ist die Banane krumm? Wir sehen die Frage hier. Wir sehen die zwei Antwortmöglichkeiten. Wir können jetzt zuerst überlegen. Wir denken uns, vielleicht wegen den Affen. Können wir draufdrücken. Dann entscheiden wir uns aber doch noch. Nee, wahrscheinlich doch wegen der Sonne. Wir können das noch ändern. Und erst dann müssen wir bestätigen. Hier haben wir nun auch eine Freitextfrage. Das heißt, wir haben hier als Beschreibung gesetzt. Das kann bei jeder Frage gesetzt werden. Bitte gebe den Rechenweg ein. Jetzt können wir den Rechenweg angeben. So, und dann auch bestätigen. Dann bekommen wir die Info, dass der Test beendet ist. Wenn wir jetzt zurück in den Lehrer-Account gehen, und uns erneut die CSV-Datei runterladen. Diese kann halt mit jedem Bearbeitungsprogramm geöffnet werden. Dann sollten wir das eigentlich sehen. Hier sieht man es jetzt nicht, weil das auch mit demselben Namen abgegeben wurde. Aber grundsätzlich sieht man, welche Antwort ausgewählt wurde. Und man sieht die Fragen. Vielen Dank, dass ihr alle jetzt zugeschaut habt. Uns hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen werden wir auch nach dem Wochenende weitermachen. Hier seht ihr noch zwei Links, einmal den von Code und einmal den von der Dokumentation. Uns hat der Remote Hackathon sehr viel Spaß gemacht. Also wollen wir noch zum Schluss unserem Orga-Team bedanken, dass sie das alles hier möglich gemacht haben. Vielen herzlichen Dank. Super fein. Auch danke für euer cooles Projekt. Danke für den offenen Code. Ja, das ist es, was die Welt mehr braucht. Mehr offene Daten, mehr Open Source Code. Und das ist richtig gut. Ich habe noch eine Frage an euch, liebe Leute von den Online-Klausuren. Ja? Wenn ihr sagt, ihr werdet daran an dem Projekt weiterarbeiten, auch nach diesem Hackathon, ja, dann würde ich auch daraus lesen, dass es bei euch in der Zusammenarbeit
gut geklappt hat an diesem Wochenende, oder? Für alle Leute, die jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen, ja, und sich mit den Kollegen und Kolleginnen immer remote zusammentun müssen, um Arbeit weiterzubekommen und einfach sich generell jetzt für die nächsten Wochen oder die nächste längere Zeit auf so Remote-Zusammenarbeit einstellen müssen. Was sind eure Tipps aus einer Gruppe, die innerhalb von weniger als 3 Tagen so ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt hat? Wie habt ihr euch organisiert? Ich denke, im Gegensatz zu anderen Gruppen, hier haben wir uns eigentlich relativ frei organisiert. Wir haben uns jetzt nicht unbedingt feste Zeiten genommen, sondern es war so ein, wenn wir gerade da sind, dann können wir auch miteinander reden. Also wir haben uns jetzt keine feste Zeit genommen, wo wir gesagt haben, um 12 Uhr müssen alle da sein, sondern wir haben halt geguckt und wenn wir dann halt da waren, haben wir weiter dran gearbeitet und wenn halt gerade nur einer dran gearbeitet hat, hat halt nur einer dran gearbeitet. Aber ich denke, dass das halt einfacher gemacht hat, einfach dadurch, dass wir uns alle ohne Probleme die Zeit einteilen konnten und wenn einer mal weg war, war nicht schlimm, dann kam er halt eine Stunde später wieder oder so. Besonders gut war auch, dass wir zusammen am Anfang das Projekt geplant hatten und auch genau definiert hatten, was jetzt zwischen Backend und Frontend, also das bedeutet der Website und dem Server, der im Hintergrund läuft, hin und her geschickt werden muss. Und dadurch hatten wir natürlich auch die Freiheit, dass wir nicht für jede einzelne Sache einmal jemand anderen fragen mussten oder das nochmal geklärt haben sollten, weil es eben vornherein ein bisschen geplant war, aber eben nur so viel, wie auch wichtig war. Cool. Danke, das sind richtig gute Lessons, die ich da raus lese. Und zwar eine richtig gute Planung am Anfang, Arbeitspakete abklären, Schnittstellen abklären, wer wofür zuständig ist. Und dann auch ein nettes Learning, und finde ich, kann man sich auch eine Scheibe abschneiden, dann auch nicht stressen lassen, wenn mal jemand nicht da ist, sondern einfach ein bisschen schauen, wir haben ja jetzt eben ein bisschen Zeit. Nice. Herzlichen Dank. Großen Applaus für das Projekt Online-Klausuren. Danke euch. Auf jeden Fall ein sehr zeitgemäßes Projekt zurzeit. Notwendig für viele von uns Schülern. Das stimmt. Weißt du, was jetzt kommt, der mit dem Zopf? Es kommt jetzt Systemabsturz. Ich weiß. Aber keine Angst. Genau, unsere Internetverbindung zittert schon. Aber wir gönnen uns jetzt einen Song von der Band Systemabsturz. Und zwar die liebe Sophia und der liebe Victor wollten eigentlich hier live in unserem Stream spielen, aber die Sophia ist leider krank und nicht ganz so fit, deswegen haben sie uns eine Aufzeichnung geschickt und die wollen wir uns jetzt reinziehen. Und zwar von dem Song Netzkater. Viel Spaß! Hallo, wir sind Victor und Sophia von Systemabsturz und wir freuen uns total, dass wir euch heute wenigstens noch was schicken können. Und wir haben einen Song ausgesucht, Netzkater, und den spielen wir jetzt für euch live aus Wedding. Hier noch ein bisschen technische Details. Wikipedia-Eintrag verfasst, aber Wochen meines Lebens auf Facebook verbracht. Ich sitz in der Bahn mit einem 4-Kern-Prozessor und scroll durch die Werbung auf Insta und Twitter. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da, bestellt mir eine Pizza, Netzkater-Tag! Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten. Finde jetzt deine unterbezahlte Reinigungskraft, die auch noch glücklich ist, wenn sie das macht. Empfohlen für sie dieses Video zeigt. Die Erde ist flach, hier kommt der Beweis. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da. Bestellt mir eine Pizza, Netzkater-Tag. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten.
Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten. Moderation im Netz ist ziemlich komplex. Zensieren wir mal weibliche Nippel und Sex. Da hat wieder jemand das Sagbare verschoben. Dem Algorithmus gefällt das ab ganz nach oben. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da. Bestellt mir eine Pizza, Netzkatertag. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis. Haben wir alles über uns verraten. Ja. Das war's. Herzlichen Dank, liebe Sophia, lieber Viktor. Ein Alpaka-Herz an Systemabsturz. Ihr findet sie auch auf Twitter unter System-Absturz. Und da hatten sie am Dienstag auch gleich einen neuen Song gedroppt. Ja, Staatstrojaner wartet auf euch. Schaut mal rein. Ja, viel Spaß beim Anhören. Und während wir jetzt von Staatstrojanern überwacht werden, hat sich ein Team, ein Projekt mit genau solchen Problematiken, mit Überwachung beschäftigt, nämlich mit Videoüberwachung. Dazu bitte ich das Projekt Anti-Surveillance Router auf die virtuelle Bühne. Das sind The Game Lab, Jake, Noah und Hendrik. Genau, während die noch kommen, vielleicht, falls ihr Jugendhack noch nicht kennt, habt ihr euch gewundert, weshalb hier überall diese Dinger sind. Das sind Alpakas. Ganz wichtig, überall sind sie und nicht zu verwechseln mit Lamas. So, jetzt scheinen sie langsam einzutrudeln. Da findet ihr euch dann auf der Bühne zurecht. Eine virtuelle Bühne ist dann am Ende doch etwas anders zu verwenden als die analoge, oder? Schon ein bisschen, gell, ja. Ja, aber ich kann ja sagen, es ist so vom Moderieren, es ist auch richtig angenehm hier, irgendwie in meinem eigenen Sesselchen zu sitzen. Ja, also ich könnte jetzt hier auch eine Jogginghose tragen, ne? Oder ein halbes Alpaka-Kostüm. Je nachdem. Gut gerüstet. Aber wir haben uns ja auch in Schale geworfen, ne? Mit Alpaka. Genau, ohne Alpaka-Sachen geht's ja hier nicht. Ja. Naja. Wir nehmen alle in unsere Herde auf. Ich glaube, wir würden auch Lamas aufnehmen. Natürlich, Alpakas sind immer ganz soziale Gruppentiere. Absolut. So, liebes Anti-Surveillance Router-Team, seid ihr schon bereit? Oder sollen wir noch ein bisschen labern? Na? Geht ja auch. Wir können anfangen. Na gut, okay. Ja. Schade. Gut. Also wir sind das Projekt Anti-Surveillance Router und wie schon im Vorhinein erwähnt, wir haben uns mit dem Problem von Überwachungskameras beschäftigt. Genau, das zugrunde liegende Problem. Wir wollten eine sichere Routenplanung haben, ohne die Überwachung in der Öffentlichkeit und wollten halt sicher von A nach B kommen und dafür haben wir halt probiert, eine Routenplanung zu finden, womit man Sicherheitskameras umgehen kann und das Ganze auch vereinfachen. Wie wir das Ganze gelöst haben, wir haben daraufhin eine Website kreiert, wo man ohne Anmeldung einfach ganz einfach seine Route eingibt und es dir dann den besten Weg ohne Sicherheitskameras raussucht.
wie wir das alles umgesetzt haben. Wir haben mit Leaflet eine Karte angezeigt. Dann haben wir die API von Graphhopper benutzt, um eine Route zu generieren und die Kameradaten von OSM benutzt, die wir an Graphhopper weiterschicken, damit Graphhopper uns eine Route zurückgibt, die um die Kameras herum geht. Genau, bei dem Projekt haben wir natürlich auch einiges gelernt. Also genau, darum geht es ja auch. Zunächst mal den Umgang mit Karten auf Webseiten. Also wie man eben eine Karte, in diesem Fall, wie ja schon gesagt wurde, haben wir Leaflet benutzt, wie man die auf einer Website einbindet und die eben mit Informationen füttert und ihr dann sagt, dass sie auch einem wieder Informationen zurückgeben soll und ihr dann anzeigen soll. Und dazu passend dann auch Geocoding. Damit hat man noch nichts gemacht und das beschreibt eigentlich einfach nur die Umsetzung eines Ortsnamens. Also sagen wir, man sucht jetzt nach Hamburg und möchte das dann auf der Karte anzeigen, dann ist das am einfachsten, das in Koordinaten zu übertragen und eben mit diesen Koordinaten dann weiterzuarbeiten. Und an dieser Übertragung, ja, die war noch neu und das hat man eben dazu gelernt. Dann haben wir auch eine Live-Demo. Da muss ich, glaube ich, einmal... Genau. So. Das hier ist unsere, ja, unsere Internetseite. Hier oben rechts in der, links in der Ecke kann man dann nach einem Ort suchen. Also nehmen wir jetzt einfach als Beispiel Hamburg. Da kriegt man unten Vorschläge, also Ortsvorschläge. Und dann kann man auswählen, ob man diesen Ort als Start- oder Zielpunkt haben will. Also nehmen wir das mal als Startort. Dann kann man schon sehen, hier der Marker, ups, jetzt habe ich aus Versehen dazugefügt. Moment. So, also hier. Oh. Na, also hier, der Marker ist nach Hamburg gewandert, der eine. Und dann können wir auch ein Ziel festlegen. Also nehmen wir einmal Berlin als Beispiel. Okay, die Suche läuft noch nicht ganz optimal, aber eigentlich sollte man das auswählen können. Genau, jetzt. Das kann dann als Ziel definieren. Achso, das ist jetzt blöd, weil da außerdem noch einer dazugekommen ist. Moment. Genau, wir haben halt hier so Start. Und Ziel. So. Jetzt wird uns eben angezeigt eine Route von Hamburg nach Berlin. Genau, wir haben halt die beiden Orte, Hamburg und Berlin, als Geokoordinaten an das erwähnte Graphhopper geschickt und haben dann eben eine Route zurückbekommen, die hier eingezeichnet ist. Und unsere Idee war dann eben, dass wir Punkte angeben, wo Kameras sind. Diesen Datensatz haben wir von OpenStreetMap und diese Punkte dann eben blocken und somit dann eine Route berechnen, die möglichst überwachungskamerafrei ist. Genau, dann was wir gerne dann vielleicht später noch hinzufügen wollen, sind einmal verschiedene Transportmittel, zum Beispiel das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel und dann halt auch andere Routen oder halt noch Prioritätenwahl, dass man sozusagen entweder zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit auswählen kann, dass er dir entweder eine schnellere Route, wo dann der Kameraradius aber weniger ist, oder eine sichere Route, die natürlich dann auch länger dauert. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit und hier ist noch der Link zu unserem Projekt auf GitHub. Das
kann man sich dann einfach frei runterladen und auch direkt bei sich laufen lassen. Okay, vielen Dank für das Projekt. Auch eine super Sache und vollkommen verständlich, dass ihr dann alle ohne Webcam, sondern nur mit Mikrofon euch übertragen habt. Vielen Dank auch an euch. Alles drei super Projekte. Ja, damit sind wir, also Wahnsinn. Wir sind ein bisschen später gestartet mit unserer Abschlusspräsentation und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Hä? Jetzt sind wir doch tatsächlich durch. Und ein wunderschönes Wochenende neigt sich dem Ende zu. Ihr seht schon hier bei mir, da kommt mir schon die Sonne. Da spiegelt mir schon die Sonne rein. Vielleicht ist das für uns alle auch so ein kleiner Aufruf, dass wir jetzt möglicherweise auch genug Zeit vor dem Rechner verbracht haben und dann so ein bisschen rausgehen könnten noch. Hä? Genau. Vielleicht ein bisschen täglich frische Luft. Genau. Frische Luft schon, aber gerade in Bezug auf die aktuelle Lage gerne raus, aber bleibt so viel es geht zu Hause. Es kann immer irgendwas passieren, gerade zur Zeit ist es empfehlenswert, nicht rauszugehen. Natürlich ausgenommen spazieren gehen, mal im Park gehen. Dazu auch eine kleine Anekdote von unserem Hackathon. Wir hatten einen ganz schönen Stream, eine ganz schöne Sammlung von Bildern von diesem Hackathon, die alle TeilnehmerInnen und Teilnehmer gemacht haben, wo sie einfach mal gezeigt haben, hey, wir sind zwar ProgrammiererInnen, aber wir gehen auch raus. Und da haben wir einfach alle draußen Bilder aus dem Wald gemacht und gezeigt, hey, ich bin gerade im Wald. Macht auch mal eine Pause, geht raus, gönnt euch frische Luft. Ja. Genau, meine tägliche Dosis 20 Minuten Frischluft pro Tag. Werde ich mir auch nachher holen. Denn, weil, das ist nämlich das Schöne an so einem Online-Hackathon, ja, aus der Sicht des Organisationsteams. Wenn die Präsentation vorbei ist, müssen wir hier nicht mehr aufräumen. Ja. Genau, und für die Teilnehmer mindestens genauso wichtig, sie haben keine Verspätung auf dem Rückweg. Die Züge fahren alle pünktlich. In dem Sinne, bleibt gesund. Und wir machen jetzt noch eine ganz wichtige Sache, nämlich ein Gruppenfoto. Dazu sollten nochmal alle, die auf das Foto kommen wollen, alle, die kein Problem haben, damit veröffentlicht zu werden, einmal hier auf die virtuelle Bühne kommen und die Kamera anmachen. Oh ja, so viele Gesichter. Genau. Oh, so viele bunte Gesichter. Da sieht man jetzt auch die ganzen MentorInnen, die stumm und leise im Hintergrund geholfen haben. Auch an dieser Stelle nochmal an euch. Danke. Jetzt sieht man euch ja zum ersten Mal hier. Genau, einen kleinen Applaus. Ja. So, ich glaube, so langsam ja, sieht es voll aus. Ja, es mögen sich noch alle dazuschalten, die hier noch mit uns auf die Bühne kommen wollen, zu diesem historischen Moment des ersten Jugendhack Remote Hackathons. Ja. Quasi der Beta-Test für die kommenden Versuche. Absolut, ja. Jonathan sagt gerade, dass er nicht rein kann. An die Hosts. Jetzt ist er da. Ja, ich glaube, dann können wir mal alle ganz freundlich lächeln. Und. Ja. Sagen wir Alpaka! 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 Und jemand macht es, ja, und ihr macht einen Screenshot, unsere lieben Moderatorinnen. Juhu! Herzlichen Dank, liebe Leute. Danke an meinen Co-Moderator, der mit dem Zopf. Danke an alle Teilnehmerinnen, alle MentorInnen, alle Kolleginnen vom Organisationsteam, dass ihr mit uns wart bei diesem historischen Moment. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause, bis auf den occasional kurze Frischluft schnappen. Und ja, wie wir vorher gehört haben, lass es auch mal langsam angehen in diesen schwierigen Zeiten. Bleiben wir zusammen, bleiben wir in Verbindung. Wir vom Jugendhack sind für euch da. Noch ein kleiner Aufruf. Jugendhack findet ja jetzt analog nicht mehr statt, aber es
findet in unserer Community, die wir bilden, ist immer irgendwas los. Also stay tuned, gebt Jugendhakt weiter und passt auf, dass ihr nicht das nächste eventuell stattfindende Remote-Event verpasst. In dem Sinne, bleibt gesund, tschüss und genießt die letzten Sonnenstunden eures Sonntages. Okay, tschüss. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.